Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Trend17TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder mit einem neuen Unboxing auf Trend17TV. Wir haben ja länger keins gehabt und ich habe gedacht, ich nehme mir mal wieder die Zeit hier und zeige euch mal wieder was, ein bisschen was Neues hier. Der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, und zwar könnt ihr damit eure Schallplattencover bzw. eure Schallplatten, ganz interessant für Sammler, für Schallplattensammler, an eure Wand hängen und diese Schallplattencover in diese Rahmen reinstecken sozusagen. Und zwar habe ich habe dieses Paket bestellt, diese Rahmen, das sind zwei Stück, habe ich bestellt bei Amazon über eine Firma Find Me a Gift. Ich kann euch dann, wenn ihr möchtet, wenn ihr Interesse habt, auch gerne noch das Ganze verlinken. Ich bekomme das Ganze hier nicht geschenkt. Ich habe es also komplett bezahlt. Das soll keine Werbung sein. Das ist nur für euch, wenn ihr Interesse habt, ein Kauftipp sozusagen. Und ja, wir wollen auch gar nicht mehr so viel reden. Wir fangen einfach mal an. Für mich als Plattensammler ist das eine ganz interessante Sache, da ich gerade dabei bin, so ein bisschen mein Studio zu verhübschen. So, wollen wir mal sehen, dass wir das hier einigermaßen vorsichtig aufkriegen. Das Ganze kommt aus England, von einer engländischen Firma, und wird dann über Amazon praktisch versandt. Ah, das sieht doch schon gut aus. Jawohl. Ich hoffe, dass die Firma sich an meine Bitte gehalten hat und das Ganze, ja, das sieht gut aus. Sehr schön. So, tatarata. Das sieht doch super aus. Haben sie eine neue Verpackungstechnik scheinbar. Die haben jetzt die Kanten hier, die haben nämlich mit dem Versand etwas Probleme gehabt anfangs, das hatte ich bei Amazon gelesen, und haben jetzt wohl eine neue Verpackungstechnik und haben diese Sachen jetzt klugerweise mit Styropor geschützt, kann man hier ganz gut sehen. Und hier könnt ihr dann eure Schallplatte oder dann euer Plattencover, dieses Schutz muss natürlich noch weg, das ist, oder das Inlay geht natürlich auch, ich nehme einfach mal das Inlay, das könnt ihr dann hier in diesen Rahmen einfügen und euch dann schön an die Wand hängen. Das werde ich dann auch in einem gesonderten Video noch mal kurz zeigen, wie das Ganze dann an der Wand aussieht. Ja, das ist schon mal sehr schön. Ich halte das mal so vorsichtig in die Kamera. Ich hoffe, man kann das sehen. So, könnt ihr euch das mal eben anschauen. Also auch sehr schön verpackt. Das Ganze hat ja eine relativ lange Reise vor sich und deshalb ist es natürlich wichtig, dass das gut verpackt ist. Das sieht auch unter der Folie. Wir schauen uns das Ganze jetzt auch nochmal. Einen Rahmen packen wir auf jeden Fall mal aus. Das sind also zwei neue Rahmen. Den anderen lasse ich da mal so drin. Den brauchen wir noch nicht. Schauen wir uns mal eben den Hochglanzrahmen an. Man darf natürlich auch den Preis dabei nicht vergessen. Diese Rahmen gehen im Allgemeinen los bei 8 Euro und hören dann bei über 100 Euro auf. Die kann man dann, es gibt noch welche, die kann man aufklappen. Da kann man dann, während das Bild an der Wand hängt, einfach eine neue Platte oder ein neues Cover dann reinhängen für den Preis. Und es ist auch soweit, wenn da so ein paar leichte Kratzer, das ist aber nicht schlimm, das ist absolut okay. Das ist nicht schlimm verkratzt, das sieht sehr gut aus. Super, nee, da bin ich wirklich zufrieden, das ist hundertprozentig. So, hier können wir auch noch mal ganz gut sehen, ich halte das noch mal in die Kamera. Das Ganze ist also ganz easy auch bei der Anbringung. Hier oben haben wir dann die Befestigungsmöglichkeiten jeweils, ja, ich würde sagen, hier macht man dann jeweils links und rechts einen Nagel in die Wand oder eine Schraube, was auch immer ihr wollt. Und hier kann man dann diese Clips einfach lösen, die drückt man hier einfach unten raus. Kann man hier mal eben zeigen. So, ein bisschen näher. Die kann man hier unten einfach rausklippen. Dann kann man das Ganze abnehmen und da dann das Plattencover reinstecken. Können wir eigentlich auch noch mal eben ausprobieren. Ja, man muss dann die Clips alle befreien hier. Die muss man alle rausnehmen.
um vorne dann das Bild einzusetzen. Ich habe hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das Ganze sieht dann fertig etwa so aus. Also richtig hübsch, muss ich sagen. So, die Clips setzt man einfach wie beim normalen Bilderrahmen hinten wieder rein hier. So, das auf die Seite, genau. Der Rahmen einfach ein bisschen nach hinten gedrückt. Einfach wieder reinsetzen hier. Und vorne ist also auch noch eine Deckfolie drauf. Zeige ich gleich nochmal. Ich mal in den Clip hier reinmachen. So sieht das Ganze dann fertig aus an der Wand. Ich fahre noch mal ein kleines Stück zurück hier. Das die andere Seite, da es ja zwei Rahmen waren, da haben wir einmal Madonna und hier Tears for Fears. Die Ikonen aus den 80ern. Ich bedanke mich bei euch fürs Erste, für euer Interesse und wünsche euch noch einen super schönen Tag und ciao.